Moin Leute, heute wieder ein League of Legends Let's Play Aram. Ich spiele diesmal eine Vayne und mal sehen. Lady Carry, ich weiß nicht genau, Elise, wie die gebaut wird. Die ist ja jetzt auch aus dem Jungle mehr oder weniger rauskatapultiert worden durch den 4.20er Patch. Und unser Gegnerteam sieht allerdings sehr nach magischem Schaden aus, außer Pantheon natürlich. Aber ich glaube, der macht auch ordentlich magischen Schaden, vor allem auch mit seiner Ultimate. Und wenn einer aus unserem Team auf Tank geht, dann kann er sich auf jeden Fall schön mit Magic Resist, kann schön damit arbeiten. Ja, und ich guck mal, was ich so jetzt auf Vayne baue. Natürlich ein klassisches AD Carry Build. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie das aussieht. Aber ich versuch's einfach mal. Natürlich auf Aram. Zack, 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 zack. Und nach vorne. Naja, ihre Q verbraucht ja auch so gut wie kein Mana, aber ich glaube, Vayne muss man nicht wirklich erläutern. Ich glaube, Vayne ist im Großen und Ganzen bekannt. Theoretisch auch mit einer Nami, ist ja ganz schön. So, mal sehen, notfalls werde ich rausgekuht. Bin ich mal gespannt, was. Wie sieht es mit Skillshots aus? Ryze hat da keinen. Vega auch nicht. Ah, Vega mit seiner W. Ja, Vega ist auch ganz witzig. Ich habe den auch mal gekauft. Und auch Aram ist ja echt cool mit seinem Käfig. Dass man da durchaus mal Gegner einfach so abblocken kann. Aber mal sehen, wie ich mich gegen ihn schlage. Mit ihm durchaus gute Spiele. Teilweise. Genau, ich glaube, mein letztes, was ich mit ihm gemacht habe, war 10, 4, 10, 6 oder so. Das ist ganz viel höher. Ja, ich mal gucken, was sie Elise baut. Okay, gut. Fähigkeitsstärke. Nicht auch noch nie mit Elise wirklich gespielt. Ich hätte wirklich keine Ahnung, was ich gegen sie machen soll. Ah, Mann, warum ist es rausgegangen? So. Wir gucken schön mit der mit der W natürlich. Immer schön Minions versuchen zu lasten. Was ich nie hinkriegen werde, ey. Unsere Nami hat wahrscheinlich genau sich einen Spell Thieves geholt. Was ich gar nicht schlecht finde, also. Oh, ja, mein Last hat geklappt. Oh Gott. Na okay, das war Elise. Ich habe mich schon gewundert. Jetzt kann der Pantheon schon seine Ult benutzen. Aber das war Elise. Ja, und dann mal sehen, wie ich mich hier mit schlage. Ich muss auch dran denken, vor allem mal die Ultimate zu benutzen, weil sonst meistens, wenn ich Vayne gespielt habe, habe ich vergessen, ja, Ultimate zu benutzen und das ist irgendwie echt kacke. Nein, der kann ja nicht viele Leben gehabt haben noch. Kann gar nicht sein. Und Last Hit Monster wieder ist on the way. Okay, gut, der hat sich jetzt geheilt irgendwie. Und Zauber, Zauber, kein Last Hit, wieder nicht. Zack, auch kein Last Hit. Oh doch, aber den. Wow. Skill hier. Na okay, einmal kann man die ja mal nehmen. Weil die halt schon schwierig zu treffen ist. Und so an und für sich nicht so viel Damage macht. Aber wenn man es schafft, den Gegner natürlich gegen eine Wand zu schleudern. Ja, jetzt habe ich mich besser. Und hier. Oh, der Healpoint ist gerade vorne. Shoot. Das ist ganz cool, wird ja auch auf der Karte alles angezeigt. Auch wenn man eigentlich überhaupt keine Ahnung hätte, was mit denen ist, sieht man es trotzdem auf der Karte, ob sich jetzt lohnt hinzurennen oder nicht. Das ist ganz cool, aber halt natürlich auch, kann natürlich auch die Gegner so benutzen, ne? Ist ja eigentlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Wuhu, das war der nicht! So, dann werde ich jetzt, denke ich, Q und W upgraden immer wieder. So, als erstes hole ich mir Infinity. So,
auf den Weg. Wow. Das ist auch cool, dass ihre Kuh kaum Mana verbraucht. 30 Mana ist ein Witz. Kommt man ja ein bisschen schneller zu Lane. Muss man nur aufpassen, dass dann auch die Kuh wieder da ist, dass man sie benutzen kann, um notfalls irgendwo raus zu springen, zu jumpen, whatever. Ah, fuck. Das war jetzt leicht kacke. War ein Versuch, aber es macht ja keinen Schaden. Das ist ja das Coole, dass ist mir das letzte Mal mit Vega aufgefallen, dass TE überhaupt keinen Schaden macht. Wirklich nur den Stun, der dafür am Ende, glaube ich, 2,5 Sekunden dauert, was extrem heftig ist. Da kann sie dann lange Zeit nicht mehr bewegen. Ach ja, stimmt, Gangplank mit seiner schönen Ult. Ja, da muss man wirklich, wenn man gegen eine Vayne spielt, aufpassen, dass sie maximal 2 Schüsse landen kann. Und dann sollte man aufpassen, dass sie möglichst nicht den dritten landet. Das dann mit absolutem Schaden. 10%. 10% ist maximal Lebens auf absoluter Schaden. Das ist echt heftig. Ah, das ist mal der Pantheon. Wow, das war knapp. Direkt zu Tode geschrien. Ja, aber gibt ihr eigentlich auch eine Steigerung von der W? Nee, oder? Wie ist es hier ausprobiert? Nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht, die LeBlanc ist entweder richtig gut mit LeBlanc, dass sie immer rein und wieder rausgeht, oder sie ist relativ schlecht und spielt viel zu offensiv, was mir durchaus häufiger passiert. Bin jetzt nicht gerade immer so als Tank unterwegs, also ich spiele doch relativ offensiv meistens und das kostet mich dann auch durchaus ein paar Deaths. Ah, ist auch schon wieder Elise und nicht Brand. Ja, dadurch sterbe ich jetzt nicht Brand. Nein, shit. Ach ja, wieder Skill von der allerfeinsten Sorte. Ja, ich würde jetzt nur ganz gerne... Gut, dann nee, den Pot verkaufe ich nicht. So. Naja, ich brauche meinen Lifestyle noch weiterhin. Ne, dann hole ich mir erstmal nur das. Und geh wieder auf die Lane. Naja, Lane. Warum steht ja auch nur für All Random All Mid? Also theoretisch ist das hier die Midlane. Also, die LeBlanc. Ach na, die LeBlanc, ey. Das darf doch. Wenn jemand ihr Doppelgänger dann wirkt. Nein, natürlich nicht. Yeah. Wow, gelootet. Machen schon wieder in diese Kammern reingelaufen. Ja, was durch ihre R wird ja auch, wenn man die Kuh benutzt, wird man ja dann während man sich halt rollt, wird man ja unsichtbar. Und das dachte ich, als ich das erste Mal gelesen habe, ist ja jetzt nicht so heftig, aber dann, wenn man mal gegen einen spielt, dann fällt einem das doch auf, wie nervig das ist. Also, wahrscheinlich jetzt komplett gewastet, aber ich fühle mich so, als hätte ich was gemacht. Und das mit der Ult. Wahaha. Und wir haben keinen einzigen von ihnen bekommen, obwohl jetzt, wie viele sind es, die jetzt low sind? Genug. Sagen wir so. Der Pantheon, okay, war jetzt voll sinnvoll. Komm weiter und hier zerstören. Aber die W skaliert nicht mit irgendwas, oder? Nee, die macht einfach nur festen, absoluten Schaden. Ich weiß es gar nicht, habe ich Rice jetzt eigentlich eine Steigerung hinzugefügt? Nee, sieht nicht so aus. So, ja, und die Scheiße, da ist unterm Tower ist jetzt... Okay, zerstör ich noch. Nein, komm mal, irgendeiner kill ihn, bitte. Kann doch nicht so schwer sein jetzt. Er hat ungefähr 5 Leben.
und Wasser. Oh, weiß er seine Ultimate aktiviert? Okay. Oh Mann, ja, bei manchen Charakteren vergesse ich einfach so heftig die Ultimate. Zum Beispiel Vayne, Twitch, Ryze. Obwohl Ryze mittlerweile fast einer meiner Mains geworden ist. Weil er auf der Top-Lane einfach so krass ist. Also, naja, obwohl er wurde jetzt auch wieder. Er wurde ja ordentlich genervt auch wieder. Aber theoretisch diese Skalierung mit Mana, das ganze Witzel. Ich bin ja wieder auf normal geworden. Okay, was auch immer du da gemacht hast, das hat ganz gut funktioniert. Ja, man, ich muss noch wirklich mal von wissen, so langsam. Die Fähigkeiten so von allen Champs sollte man dann schon irgendwann mal wissen, wenn man. Seit einer, naja, okay, gut, ich spiele jetzt seit einem halben Jahr, aber schon durchaus intensiv teilweise. Und da wäre es schon ganz praktisch, manchmal so die Fähigkeiten zu kennen, damit man weiß, wie man gegen die spielen muss, gegen verschiedene Champs. Aber das lernt man ja alles. Das kommt alles mit der Zeit. Und ja, weil auf Skill kann ich nicht hoffen, weil ich den schon habe, sieht man ja. Ja, das war auch total skillvoll. Von ihm sinnvoll. Oh Gott. Komm, den hol ich mir. Bam. Last Hit Monster hier. Ich habe am meisten Last Hits. Wie kommt das denn? Naja, meistens passiert es mir dann, dass ich auch wenn ich wo auch immer die jetzt alle sind. Killt sie wenigstens. Killt sie. Gut gemacht. Danke, dass ihr mich gerecht habt. Oder auch nicht. So, Boots habe ich. Ein Dolch kann ich mir nicht leisten. Also einfach nach vorne wieder. Und Nami, ich bin nicht zu offensiv. Bitte. Bleib einfach am Leben, hübsch die. Wer ihn da ist. Und alle rippt. Funny, ich selbst. Dann los, come on. Ich sag mir echt noch ein paar Boots zu, noch teuer, höhere Boots zulegen. Halt nicht. Fahr mich halt weiter. Wenn ich das hinkriegen würde, boah. Lulu ist jetzt auch ganz gut dabei, oder? Last Hit. Perfect fly, fly. So, komm in die Wand. Woohoo! So, geheilt. Irgendwie zwar null, aber ich habe mich anscheinend geheilt. Das ist auch gut, sich mit Lulu den Put zu verwandeln, dass er nichts machen kann einfach. Ich glaube, dann nimmt sogar seine Geschwindigkeit noch ab. Einfach hier auf den Tower. Duf. Das war Pantheon und ich bin tot. Und weiter die Kuh. Ja, die Zeit geht dann runter auf 2 Sekunden, glaube ich, was er dann so quasi Luft, keine Ahnung, nichts ist. Aber die Abklingzeit beginnt ja sowieso erst, wenn man dann diesen Angriff innerhalb von den 6 Sekunden ausgeführt hat. Von daher ist dann theoretisch die Abklingzeit, wenn man nur die Rolle betrachten würde, und keine Angriffe durchführt, immer noch 8 Sekunden. Aber wenn man einen Angriff zwischendurch durchführt, dann geht die Abklingzeit schon deutlich runter. Und ich habe so überhaupt keinen Movement Speed. 355. Das haben manche als Ausgangs-Movement Speed. Oh cool, ich mache Schaden. Muss mich mal dran gewöhnen. Also vor allem Schaden mit meinen Auto-Attacks. Sonst mit Fähigkeiten ja oder Schaden einstecken, ja klar, aber mit Auto-Attacks ist für mich extrem ungewohnt. So, da ist
unsere Elise. So. Mann, die haben ja den Tor da verloren. Also. So. Ein Double geholt. Muss jetzt einfach sein. So, und wieder weiter. Komm, den schaffe ich jetzt, aber den schaffen wir ja. Das ist ja auch blöd, dass das von der Kuh nicht auf die Tower wirkt. Naja, aber es würde nicht so viel ändern. Also sogar einen einzigen Schuss da rein abgegeben und dann den Last Hit bekommen, weil einfach Baum. Keine Ahnung. Naja. Es geht ja hier nicht so um den Farm. Weil hier sowieso nie so viele Minions kommen und im Großen und Ganzen macht ja der Farm wirklich ja kaum was. Mit dem Gold aus, dafür findet man sich dauerhaft halt im Teamfight. Und killt. Und bekommt dadurch durch Kills und Assists sein Geld. Und eher weniger durch ja, durch Farm. Was ja aber für eine wenig praktisch wäre, ein bisschen zu farmen. Ja, ich denke, ich bin tot. Vor allem, weil ich kein Flash. Und na, tot bin. Jetzt ist immer kacke. Jo. Geaced? Nein, nicht. Oh, come on. Gangplank, ey. Gott, einfach weiter. Ja, killen wir erstmal die Minions. Und danach, ach komm, ja, okay, dann können wir mal den Gegner nehmen. Verstehe schon. Wie viel brauche ich jetzt hier insgesamt noch? 970. Was auch interessant ist, was bei Vayne, was ja nicht so extrem häufig vorkommt, wie ich finde, ist, dass ihre Fähigkeit wirklich nur mit einer einzigen Sache skalieren. Und das ist AD, nämlich ihre Q und ihre E skalieren, und das ist auch schon alles. Sonst skaliert halt überhaupt nichts von ihr mit irgendwas. Oh, sondern nur mit dem Level halt. Jesus, das ist ein Wort. Wenn ich mich auf einen Gegner zubewege, dann bekomme ich Movement Speed theoretisch 30. Aber was ich so festgestellt habe, ist gerade, dass ich insgesamt 26 bekomme. Ich weiß jetzt nicht wieso, weil Baum, keine Ahnung. Aber ich bekomme 26. Das ist sehr kacke, weil da steht, dass ich 30 bekomme. Dann will ich auch meine 30 haben. Das ist unser Gangplank. Das war ja auch witzig, dass irgendwann mal durch Gangplanks Ult, wenn man da genau in die Mitte einen Skillshot reingeschossen hat, dass der dann irgendwie abgefangen wurde. Das war natürlich ein Bug, das war nicht so geplant. Aber, also was ja irgendwie das Wort Bug auch schon aussagt. Ja, mal kurz zielen. Schön rumspeeden. Mit, na okay, gut, 404. Gekillt werden wir natürlich immer dazu. Dark. Aber war ein bisschen früh. Ich brauche noch etwas Geld. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, wenn die Lulu jetzt nicht gestorben wäre, wäre das echt seltsam gewesen. Aber die Nami spielt relativ gut, finde ich. Also, es ist noch kein einziges, ist ein einziges Mal gestorben, oder? Zweimal. Müsste relativ früh gewesen sein. Würde mich mal interessieren, wie viel Gold sie mittlerweile zusammengekratzt haben muss. Das muss enorm viel sein. Kann sie ja gleich mal fahren, wenn ich meinen Phantom Dancer habe. Bumm. Ich bin lieber etwas defensiv. Hier so beim Tower. Würde mich jetzt einfach nur mal interessieren, weil sie irgendwie kaum gestorben ist. Als wie viel Crit Chance habe ich? 55%. Ah, das hatte ich glaube ich auch. Genau so beim letzten Spiel. Als ich, nee, bei dem Spiel mit Tristana. Hatte ich auch genau. Bullshit. Oh, gut. Und ich sterbe. Wie kacke. Mann. Ich muss echt mal. Was? Oh, 6K. Nicht schlecht. Was hat sie sich davon? Was kann sie sich davon bitte alles kaufen? Alter, das ist krass.
Also 6k ist schon heftig. Man dachte, was hat sich denn jetzt alles gut? Och, macht ja jetzt gar nichts so. Ist ja keinen Unterschied zu vorher quasi. Nur halt, dass ihr Damage macht. Und nicht wirklich supportmäßig gebaut hat. Aber sie kann jetzt was ausrichten, wenn sie alleine ist. Das ist cool. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Das finde ich ja. Schule der Mobilität echt cool. Dass man, ja. Mann. Und dafür noch die Ult eingesetzt. Gott. Come on, aber den Pantheon wenigstens. Den Pantheon! Holt euch den Pantheon, solange ich noch den Assist dafür bekomme. Den Kayle habe ich glaube ich auch mal angegriffen, aber ich denke, das wird nichts mehr. So. Ein bisschen Zepter, vampirisches Zepter. 8% Lebensraum für 800 Kohle, ist nicht schlecht. Okay, gut, hier gibt es 3% für 100, für 440, also ist das davon gerechnet nicht schlecht, aber Lorans Sachen sind ja sowieso die kosteneffizientesten im Spiel. Das ist ganz interessant. Also theoretisch, wenn man unendlich viele Plätze hätte, würde man unendlich viele Dorans bauen können. Das würde halt den meisten Effekt bringen, abgesehen natürlich von sowas wie Crit Chance oder halt passiven Fähigkeiten. Aber rein von den Stats sind Dorans die wertvollsten Sachen. So, hier der Ring, Klinge und Schild. Mit Passiv vom Schild ja auch echt cool ist. Und der neuen Lebensregeneration entgangen ist quasi und immer noch 6 Leben alle 5 Sekunden herstellt und nicht 100% des eigenen. Schlag mich tot. Oh shit. Ja, Torschutz ab. Tower, wer frisst nicht gerne ein paar Towershots? Ja, wir könnten auch wieder langsam mal Vasallen bekommen. Finde ich jetzt ganz awesome so. Und warum greift mich der Tower die ganze Zeit an? Habe ich irgendwas getan? Zack, war ein bisschen zurückgeschossen. Jetzt sterbe ich. Nee? Awesome! Aber dafür gewinnen wir jetzt das Game. Zack, 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 zack. Ah, das passt schon. Hat bestimmt total gebracht, da jetzt das drauf zu hauen. Okay, Leute. Danke fürs Ansehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Aha.